Die 38. Rheingauer Weinwochen sind offiziell eröffnet. Nach einem Vorempfang im Festsaal des Wiesbadener Rathauses ging es zur Krönung der Weinkönigin raus auf die Bühne. Viele Mädchen aus der Region waren angetreten, um von Oberbürgermeister Sven Gehrig gekrönt zu werden. Aber nur eine setzte sich am Ende durch. Unsere neue Wiesbadener Weinkönigin, Stefanie Kopitz, meine Damen und Herren. Also am Anfang ist es immer sehr aufregend, man ist ein bisschen nervös, aber nach einer Zeit gibt sich das und ich fühle mich großartig. Also das ist wirklich ein Glücksgefühl, das man in sich trägt und ich freue mich richtig darüber. Danach sprach Wiesbadens Oberbürgermeister die Worte, auf die die Besucher gewartet haben. Hiermit erkläre ich die 38. Rheingauer Weinwoche für eröffnet auf 10 friedliche, gute, einfach fantastische Tage hier in unserer Stadt. Viel Spaß! Ich freue mich auf 10 friedliche Tage, wo die Menschen sich treffen, wo sie miteinander kommunizieren, wie sie sich miteinander freuen, wo man immer wieder auch Menschen trifft, die sich das ganze Jahr nicht getroffen haben, wo einfach Menschen zusammenkommen und miteinander Freude haben, miteinander kommunizieren, miteinander leben. Das ist schön. Und solch große Feste lockt auch Besucher aus dem benachbarten Mainz. Och, ich glaube, das kann man nicht wirklich trennen, ob ich jetzt privat hier bin oder als Oberbürgermeister. Ich bin einfach gerne hier, denn Sven Gehrig hat mich eingeladen. Und ich finde, freundlichen Einladungen soll man zu schönen Festen folgen. Drum bin ich da. Aber nicht nur kulturell und zum Gedankenaustausch eignet sich diese Veranstaltung, sondern sie lohnt sich auch für das Land Hessen. Wir kennen zwar keine Teilnehmerzahlen des Weinfestes, aber die Winzer im vergangenen Jahr haben etwas über 300.000 Flaschen Wein umgesetzt. Dazu kommen dann noch die vielen Reisen, Städtereisen, wie aber auch Menschen, die ganz gezielt zur Weinwoche nach Wiesbaden kommen. Das heißt, auch die Hotellerie profitiert erheblich von diesem Weinfest. Und was wünscht sich ein Wirtschaftsdezernent? Dass es wie in den vergangenen Jahren ein friedliches Fest bleibt. Weintrinker sind gesellige Menschen. Das ist daher ein Fest voll mit Harmonie. Dann bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter bis zum 18. August mitspielt. Bis dahin haben alle Weinfreunde die Möglichkeit, ihren Gaumen kulinarisch zu verwöhnen.